Huch, da sind wir auch schon zurück in Ni No Kuni 2. Ich meinte hoch, weil er gerade so komisch in die Kamera geguckt hat. Ja, ich weiß, ich habe einen komischen Cut gemacht, ging einfach plötzlich vorbei die letzte Folge, aber ich habe nicht gesehen, dass wir schon bei 27 Minuten waren. Ups, ups, ups. Und somit geht es hier weiter und wir entlarven das ganze Getingel. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich kämpfen müssen. Oh, da seid ihr ja wieder. Und ist euch im großen Kubikus irgendwas aufgefallen? Oberstes Orakel Sixtinius. Ihr habt nicht nur Nier betrogen, sondern euer ganzes Volk. Hm? Jetzt gehst du auch wirklich so weit. Es gibt doch nichts den geringsten Beweis für solche Anschuldigungen. Oder willst du etwa beim großen Kubikus wirklich etwas gefunden haben? Ihr besteht also auf eure Unschuld. Aber natürlich, ich schwöre beim großen Kubikus, dass ich nie etwas Ungerechtes getan habe. Dann soll der große Kubikus auch über euch richten. Ich fordere euch auf, eure Unschuld vor Gericht zu beweisen. Indeed. Oh, eine spannende Idee. Du weißt also schon, dass hierzulande alle wichtigen Angelegenheiten vom großen Kubikus entschieden werden. Steuern, Gesetze, sogar Gerichtsurteile. Ich bin einverstanden, der große Kubikus soll in dieser Sache entscheiden. Wenn ihr allerdings den Prozess verliert, werdet ihr wegen Verleumdung dem obersten Orakel hart bestraft werden. Das ist euch sicher bewusst, nicht wahr? Mm. Das ist es. Nun, dann werde ich den Prozess auf dem Wuffelplatz vorbereiten. Ich erwarte euch dann dort. Den Prozess beginnt jetzt. Jetzt wird's ernst. Roland, ich überlasse das Reden dir. Sure. Es wird mir ein Vergnügen sein. Ich gehe dann mal woanders hin. Ciao. Alles ist bereit für den hohen Würfelgericht. Wenn ihr keine weiteren Einwände habt, beginnen wir mit dem Prozess. Ja. Dann begebt euch auf eure Plätze. Hiermit beginnt der Prozess des obersten Orakels Sixtinius. Da das oberste Orakel selbst diesmal der Angeklagte ist, werde ich die Leitung des Prozesses übernehmen. Was ist los? Es gibt einen Prozess? Und das oberste Orakel ist der Angeklagte? Was zum Geier soll das alles? Sag mal, was sollen die Klamotten? Das gehört sich so vor Gericht. Im Angesicht des heiligen großen Kubikus wird nun die Anklage gegen das oberste Orakel Sixtinius vorgetragen. Der Angeklagte lautet Verdacht auf Falschspiel. Die Ankläger mögen nun ihren Appell vorbringen. Unter der Führung des obersten Orakel Sixtinius haben sich die Orakulos dieses Landes des Falschspiels schuldig gemacht. Die Würfel, die von den Orakulos benutzt werden, sind mit einem Mechanismus ausgestattet, durch den das Ergebnis beeinflusst werden kann. Es stimmt, dass einige Orakulos sich problematisch verhalten haben, doch es ist absolut abwegig, dahinter gleich eine staatliche Verschwörung zu vermuten. Ich selbst habe natürlich das Geringste mit der Sache zu tun, eure Vorwürfe sind völlig haltlos und aus der Luft gegriffen. Wenn die Vorwürfe wirklich so haltlos sind, wie erklärt ihr denn das dann hier? Zap. Du legst nur hohem Würfelgericht das Beweismaterial vor. Das ist doch... Oberstes Orakel, dieses Dokument ist euch offensichtlich bekannt. Sollte es auch, denn es befindet sich eure Unterschrift darunter, unter einem Text, in dem ihr die Herstellung von Mogelwürfeln in Auftrag gebt. Oberstes Orakel, was habt ihr darauf zu erwidern? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war nur einen Moment verdutzt, weil ich so ein Dokument noch nie in meinem Leben gesehen habe, geschweige denn unterschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ankläger so tief sinken würden. Denn das ist ganz offensichtlich eine Fälschung. Was haltet ihr von, wenn wir den großen Kubikus über die Echtheit des Dokuments entscheiden lassen? Das soll mir recht sein. Wir werden nun über Übereinkunft beider Seiten den Schiedsspruch des großen Kubikus empfangen. Dem Schieds...
Eine gerade Zahl bedeutet, dass dieser Beweis eine Fälschung ist. Eine ungerade Zahl ist er echt. Okay. Da ist er. Der Moment der Wahrheit. Bürger von Colorado sieht genau hin. Is judged to be false. Lady Luck has spoken. Now, righto, your majesty. Ha! Oh. What is happening? The die. Something is wrong with the die. Which brings us to the crux of the prosecution's case. That Master Pugnacious knowingly manipulated Lady Luck. What? No! Yeah, with this remote control thingy. But! Das ist... Mit diesem Manipulator lässt sich steuern, auf welche Seite der Würfel des großen Kubikus liegen bleibt. In der Fabrik, in der die Mogelwürfel hergestellt werden, können wir ein zweites Exemplar in unser Besitz bringen. Mit diesem Trick hat der oberste Orakel die Leute um ihr Geld betrogen und Nier um seinen Wald. Sixtinius. Wie bitte? Dieser falsche Hund. Und das als oberstes Orakel. Und, was habt ihr dazu zu sagen? Ich habe das für Goldorados Wohlstand. Goldorado soll das reichste Land auf der... Sieh an, dein Rückhalt im Volk schwindet. Dann ist es sicher bald soweit. Hä? What's that? It's the Kingmaker, Longfang. He doesn't look happy. Oh, Longfang? Here in the city? But why? Master Pugnacious, your right to rule has been tested and found wanting. Okay. My plan is complete. Your king's bond is my... Oh-oh. Fulong, der mit dem Feuerspeit. Oh, sehr schön. Kampf? Was ist passiert? Wir sind in einer Zwischenwelt, der Leere. Das ist gar nicht gut. Wenn Fulong sich nicht schnell wieder einkriegt, wird das ganze Land einfach darin verschwinden. Was? Das müssen wir verhindern. Ohne das Wächterband ist Fulong nicht mehr er selbst. Wir werden ihm ein paar auf die Schnauze geben müssen, damit er sich wieder fängt. Es wird nicht einfach, diesen Fulong zu besiegen. Mit puren Draufkloppen wirst du nicht weit kommen, Evan. Da hast du recht, aber unmöglich ist nichts. Wenn ein Wächter zum Zerstörer wird, hat er keine Kontrolle mehr über seine eigenen gewaltigen Kräfte. Diese unkontrollierbaren Kräfte strömen an bestimmten Punkten aus seinem Körper. Wenn wir uns auf sie konzentrieren, können wir ihn besiegen. Evan sollte die Punkte sehen können. Schließlich hat er einen Pakt mit dem Wächter geschlossen. So, das ist der... Ups. Werden Wächter zu Zerstörern, verlieren sie völlig die Kontrolle über ihre Kraft. Diese Kraft sammelt sich an einem bestimmten Punkt an ihrem Körper an
und wird dort sichtbar. Das ist der Schwachpunkt. Konzentriere deinen Angriff darauf. Okay. Okay. Wächterknuffis. Wächterknuffis tragen die Kraft des Wächters in sich und können sogar mit diesen aufnehmen. Versammeln mehrere dieser Knuffis, um ihre Fähigkeiten nutzen zu können. Die Knuffis entstehen aus der Kraft der Wächter und erscheinen daher manchmal bei einem Wächterkampf. Versuch so viele Wächterknuffis wie möglich zu finden. Wächter, hast du die nötige Anzahl bestimmter Bilder... Was? Beisammen bilden die Wächterknuffis einen goldenen Kreis. Drücke sie beim normalen... Okay. Ah, nice. Oh, da ist es soweit. Verdammt, ich sehe nichts. Okay, läuft doch. Macht Sinn, was wir gerade hier machen. Wir müssen die allerdings... Oh. Früher zusammenbringen. Was? Wo sind die Knuffis? Ich sehe nichts mehr. Ach, da. Ach, da hinten. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, kleine Knuffis. So, kommt jetzt. Okay, so, erster Schwachpunkt weg. Au. So, Feuerschutz. Okay, und haben wir es gleich? Okay, noch mehr Feuerdinger. Feuer, Feuer, Feuer. Okay, wir bleiben immer kurz hier drin, dann kann uns nichts passieren. Oh, wir haben gewonnen. Fertig. Bitte sag mir, dass der Wuffelplatz ist. Puh, ein Glück, wir sind zurück. Ja, scheint, als könnten wir Fulong beruhigen. Ein paar Dinge gibt es hier aber noch zu klären.
Was ich getan habe, kann ich nie wieder gut machen. Ich wollte auf unserem armen Land ein blühendes, wohlhabendes Reich machen. Das war mein einziges Ziel, doch irgendwann habe ich wohl die Gier übermannt. Der Mann, der das Wächterband gestohlen hat, wer war das? Tja, vor einigen Monaten ist er plötzlich aufgetaucht. Er machte einige geniale Vorschläge, wie das Land seinen Profit erhöhen könnte, aber im Gegenzug wollte er, dass ich ihn zum Minister ernenne. Er war es auch, der sich den Mechanismus in dem Mogelwürfel ausgedacht hat. Wenn ich das so darüber nachdenke, habe ich mich vollständig zu seiner Marionette machen lassen. Wir haben Fulong einstweilig außer Gefecht gesetzt. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Das Wächterband ist ja weg. Fulong ist sicher für eine Weile außer Gefecht gesetzt. Aber ohne Wächterband kann ich ihn nicht kontrollieren. Früher oder später wird er wieder zu toben beginnen. Ich habe so das Gefühl, dass uns dieser Minister noch ganz großen Ärger machen wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir mal für eine Minute die Klappe halten sollten. Sixtinius, ich möchte, dass ihr euch mit uns verbündet, um das Wächterband wiederzufinden, aber nicht nur deshalb. Ich bin Evan, ehemaliger König von Katzbuckel. Ich habe in die Städte der Sonne einen Wächterpakt geschlossen und werde in dem Melazani-Ebene ein neues Königreich errichten. So ist das also. Ich dachte mir schon, dass du kein gewöhnlicher Junge bist. Ich habe schon so viel verloren. Ich will verhindern, dass von diesem Welt noch mehr verloren geht, aber das schaffe ich nicht alleine. Ich werde dir dabei helfen, mit allem, was in meiner Macht steht. Denn es ist gut möglich, dass die anderen Wächterbänder ebenfalls in Gefahr sind. Wir haben es vielleicht mit einem Feind zu tun, dem kein Land allein gewachsen ist. Ich werde Nier seinen Wald zurückgeben und dafür sorgen, dass alle ermogelten Gelder zurückgegeben werden. Ich habe Nier bereits eine Nachricht zukommen lassen. Wann denn? Hä? Vielen Dank, Sixtinius. Gedankenübertragung. Ich werde Goldorado wieder aufbauen. Schöner als zuvor. Evan, ich wünsche dir und deinem Reich viel Glück. Neuer Tagebuch. Yeah, so. Ich habe die Bürger dieses Landes betrogen. Ein schweres Vergehen. Bin ich überhaupt noch würdig, mein oberstes Orakel zu nennen? Nö, tschö. Du kannst mich mal... So, wir gehen zurück in den Wald, denn da ist es kalt. Da müssen wir hin. Und dann haben wir jetzt endlich genug Holz, hoffentlich. So, was getrunken und da ist Nier. Krevens. Kinas, ich bin so glücklich. Mir zieht's fast die Unterbuchs aus. Der Wald gehört wieder mir. Ihr könnt von nun an so viel Holz haben, wie ihr wollt. Versprochen ist versprochen. Thank you. Vielen Dank. Hervorragend, damit können wir endlich den Grundstein für unser Königreich legen. Übrigens, Nier, so ein finsterer Typ hat das Wächterband von Goldorado geklaut. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Jinx. Donnerlütchen, da muss der Wächter ja außer Rand und Band gewesen sein. Oi. Ah, wir haben ganz schön ein Stück Arbeit, den wieder in den Griff zu bekommen. War ein. Sollte aber vorerst keinen Ärger mehr machen. So ein Wächterband zu klauen ist kein Kinderspiel. Der Mann wusste, was er tut. Habt ihr da vielleicht irgend so ein lila Leuchten gesehen? Ja, da war so sowas außen um ihn herum. Das war Dämonenhauch. Das ist das Werk vom Dämonengott Pandemos. Pandemos? Das ist der Wächter eines Königreichs namens Demeska. Es gibt nur einen Mann aus der Welt, der Pandemos beherrschen kann. Hi. Und zwar der, der mit Pandemos den Wächterpakt geschlossen hat. König Hamna von Demeska. Aha. Das bedeutet dann wohl, dass wir nach Demeska gehen und den Wächterband zurückerobern müssen. Das ist nur leider leichter gesagt als getan. Demeska ist nämlich schon vor 2000 Jahren mitsamt seines Kontinents Palterra wie vom Erdboden verschluckt. Golly. Der König eines Landes, das es schon seit Jahrtausenden nicht mehr gibt. Also ein Geist? Jedenfalls sehe ich ziemlich schwarz für uns, wenn der noch mehr Wächterbänder in die Finger bekommt. Dann könnte es Pandemos nämlich wieder zum Leben erwecken. Und wenn das passiert, ist hier Schicht im Schacht. Dann wird die ganze Welt im Dämonenhauch ersticken. Dann ist es so, wie Sixtinus gesagt hat. Die Wächterbänder der anderen Königreiche sind in Gefahr. Ei, was glotzt ihr nicht so an?
Wir können, haben da nicht einfach so weitermachen lassen. Es reicht nicht, wenn er wirklich vorhat, Pandemos wiederzuerwecken. Umso mehr Grund, uns mit dem Aufbau unseres Landes zu beeilen. Da sehe ich genauso, trödeln wir nicht länger rum. Ei, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Wo wir gerade dabei sind, was sagst du dazu, wenn ich euch ein bisschen zur Hand gehe? Wirklich? Ich habe da so ein Gefühl, dass ich nicht der Einzige sein werde. Was passiert jetzt? Look. I smells a smell on the wind. That a progress. Seems the mangy dogs got tired of twiddling their thumbs. Oh my! Wo kommen die denn plötzlich alle her? Luftpiraten, Waldlinge und sogar Leute aus Katzbuckel. Die wollen sich wohl alle hier niederlassen. Aber schon komisch, vorher war hier doch keine Menschenseele. Ja, ist doch gut, oder? Je mehr, desto besser. Ich habe vielleicht ein ganz klein bisschen nachgeholfen. Wer möchte in Evans neuen Königreich kommen? Was auch immer, die Beweggründe, jeder ist willkommen. Als kleines Dank für eure Hilfe mit dem Wald und so. Sehr aufmerksam von euch. Da nicht für. Allerdings habe ich mir so gedacht, vielleicht braucht ihr ja einen Finanzminister für euer Königreich. Und wenn es um Kohle, Zaster und Mammon geht, kennt keiner sich so gut aus wie meine Wenigkeit. Das wäre uns eine große Hilfe. Wenn ihr Finanzminister wird, dann könnte Soran Verteidigungsminister werden. Ja, ich kümmere mich um alles, was mit Gewalt zu tun hat. Okay. Und da ich selbst mal ein Land regiert habe, werde ich dem König als Berater zur Seite stehen. Unser Effen ist schließlich doch noch grün unter den Ohren. Nein, Roland, du kennst dich mit Politik besser aus als ich. Die Regierungsgeschäfte lege ich in deine Hände. Ich ernenne dich hiermit zum Kanzler. Oh, war meine Absicht so offensichtlich? Aber eigentlich bin ich nicht... Als König habe ich das Recht, Posten zu besetzen, wie es mir gefällt, oder etwa nicht? Ja, der Punkt geht an dich. Also gut, dann bin ich ja ab jetzt der Kanzler. Wenn eure Majestät es befehlen... Thank you. Ich wäre dir sehr verbunden, Roland. Du wächst immer mehr in die Krone hinein, Evan. Ich weiß selbst nicht, ob die Krone jemals passen wird, aber ich werde nicht mehr weglaufen. Nie wieder. Das habe ich jetzt beschlossen. Das bin ich euch allen schuldig. Und mir selbst auch. Hoppla, warte mal. Wir haben das Wichtigste ja total vergessen. Evan, du musst dir noch einen fixen Namen für dein Land ausdenken. Sonst wird das nichts mit der Gründung. Ja, ich habe mir schon längst einen Namen überlegt. I've decided to call our kingdom Evermore. Minneapolis? Well, what do you think? Minneapolis, das klingt nicht schlecht. Hat das eine bestimmte Bedeutung? Mina bedeutet Glück, in einer antiken Sprache namens Nazca. Huh. Glück, eine gute Wahl. Okay, damit steht der Name also fest. Zeit für eine Ansprache vor deinen Bürgern, Hoheit. Ei. Listen up, ye magey curs. King Evan's got a rousing speech for ya. Pay attention. Huh? Thank you all. Building our new kingdom won't be easy. But we will build it. A beautiful, bountiful kingdom. Where everyone can live happily ever after. Wow. I want you all to join me on this journey. The road ahead may be a long one, but at the end of it, there is hope. Yeah!
There's King Liwa. Klasse gemacht, du König, du. That wasn't half bad. Nice speech, Evan. Couldn't have done better myself. This is where it all begins. Here and now, our kingdom. We're with you to the bitter end, lad. Come hell or high water. Thank you, all of you. So the people who had heeded Neil's call and flocked to the Heartlands set about building their new nation. And Evermore took its first faltering steps on the road to becoming a kingdom. A kingdom where everyone could live happily ever after. Just as Arenella had wished. Or so they hoped. For someone with a brand new kingdom, you don't look very happy. I am happy, but I'm worried. There's still so much we don't know. And now there's a force bent on destroying our whole world. How can I ever hope to overcome something like that? You can't, on your own. But you're not on your own, are you? No, not anymore. I have friends beside me, the best friends I could ever hope for. That's right. So turn to them when you need to, and take it one step at a time. You'll get there in the end. I suppose so. I can only do my best after all. Exactly. And your best is only going to get better. I'll see you again soon, Evan. Yes. See you soon.